Ich habe sie gefunden. Oh Gott. Oh Gott. So, warte mal. Wo ist unser Kuhstrahl? Hier ist unser Kuhstrahl. Oh! Was war für offline? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zugucker. Herzlich willkommen zu Prey Part Nummer... ich glaube 26 ist es. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ja, ich wollte hier nicht rein. Ich gehe jetzt hier rein. Da ist ein Äther... Du wartest mal. Kann ich dich erstmal analysieren? Perfekt, ich habe eine Doppelgänger. Oh, Doppelgänger! Das ist ja nice. Dann, was ist denn diese? Du bewegst dich blitzschnell bis zu 6 Meter weiter und hinterlässt einen Doppelgänger, der dann... Oh, das ist auch ganz geil eigentlich. Oh, verdammte Axt. So viele coole Fähigkeiten, die wir benutzen können. Egal. So, ich werde dich nochmal ganz kurz andingsen. So, dann boxe ich dich ein bisschen damit, okay? So. Ja, du Sackbär! Scheiße, das sind zwei. Okay, jetzt habe ich... Jetzt bin ich am Arsch. Fuck. Kuhstrahl. Na komm! Oh, Digga, der Kuhstrahl, der rettet uns hier wirklich richtig hart in den Arsch. Wenn ich jetzt wüsste, wo das ganz gesplatter ist. Au. Ach, ist nicht dein Ernst. Hier, durchgebrannte... Ah, hier. Hier ist noch mehr, aber... Ah. Okay. Scheiße, was ist das denn? Oh, hier ist ein Haupt... Oh! Ah! Oh, wartet mal. Da siehst du mal. Das ist ja frech! Das, ich bin mir nicht sicher. Ah! Das ist ja crazy, Maisie. Okay. Seht ihr mal, man muss hier jede Scheibe irgendwie mal kaputt machen. Nein, ich will hier den Glue-Bums. Hier, gib mir den Glue-Kanon. Die Glue-Kanone! Bam! Pam, pam. Ja, genau so. Okay, wo geht's hier weiter? Ah, fuck, ey. Okay, hallo! Ah, speichern. Shit, ey. Okay, hier geht's halt wirklich nochmal. Hä, krass, was ist das hier? Hier geht's halt einfach nochmal weiter. Warte mal, wir kamen auf jeden Fall von hier. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wir kamen von hier und wir können jetzt hier hoch und wir können auch runter. Wir werden hier alles erkunden, gell? Ist hier ein Dude, der irgendwie auf die Banatzel will? Hi. Oh. Was? Oh, geil. Was ist denn? Psycho-Shock-Schild. Verleiht Resistenz gegen Psycho-Shock. Okay, das brauchen wir jetzt sowieso nicht so dringend. Was haben wir hier? Psycho erlaubt. Oh. Ich hätte halt einfach gern den Hacker hier. Aber die Sache ist, wie sehr brauchen wir das Hacken am Ende? Weil man kommt vielleicht jetzt hier am Ende ein bisschen weiter. Aber man kommt eigentlich immer überall auch rein, wo man möchte. Spätestens eigentlich mit Mimicry. Das brauchen wir halt gar nicht, weil das ist zu groß. Das wäre halt noch ganz cool, aber nee, Telepathie ist halt auch ganz cool. Dafür haben wir zu wenig gescannt. Was war das hier? Rückstoß. Erzeugt 20 Sekunden ein Schild, der... Ja, also das ist halt... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein New Game Plus gibt. Ich glaube schon. Das war eine Zeichnung. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier ein New Game Plus gibt, wo man dann die Fähigkeiten, die man bereits schon... erlangt hat, wieder verwenden kann oder nochmal verwenden kann. Ich bin mir nicht sicher. Weil dann würde es Sinn machen. Vor allem, das würde ja auch die Menge der Fähigkeiten erklären. Egal, lass uns hier mal reingehen und hier gucken, ob herzlichen Glückwunsch an Dr. Calvino, den Gewinner des vierteljährlichen Mitarbeiter-Innovationspreises. Das war einfach. Okay, können wir das kaputt machen? Nö. Aber das könnten wir platt machen. Wenn wir einen kleinen Gegenstand finden würden, könnten wir uns da zwischenschlängeln, glaube ich. Schon wieder ein Äther-Phantom. Wo bist du denn, Junge? Ich sehe dich nicht. Aber es macht nichts. Kann ich nicht... Warte mal, wo ist denn unsere Fähigkeit? Nee, unsere... Hoppala. Fähigkeit, Fähigkeit, Fähigkeit. Da ist er. Da. Ja, perfekt. Wir können hier eine kleine Schaufel sein. Vielleicht reicht das ja schon. Komm, schneller. Oh Gott. Ich hätte das... nehmen sollen. Komm runter da mit dir. Ja, wunderbar. So, komme ich hier durch? Ja! Seht ihr? Deswegen mag ich das so. Richtig gut. Richtig gut.
So ist unser... Oh Gott, jetzt... Oh, da ist eine Leiche. Okay, was haben wir hier? Ersatzteile, Ersatzteile brauchen wir immer. So, hi. Oh nein, Waffen-Upgrade ist gut. Schrotflinten-Fabrikatorplan hatten wir leider schon. Glaube ich zumindest. Hier haben wir Karen Buckley, Leiche. Schrotpatronen. Noch irgendwas hier? Ja, eine Spule, aber ansonsten nichts, was wir jetzt bräuchten tatsächlich. Oder warte mal. Nee. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Also, da, wo haben wir denn hier was Kleines? Die Spule, die ist vielleicht zu groß. Da kann ich das abbrechen? Ja, kann es abbrechen. Hat man hier das kleine Ding da? Oder das Buch? Komm, wir nehmen das Buch. Ja, aber komm her. Dann gehen wir hier nämlich wieder raus. Kann ich hier die Taschenlampe nicht anmachen, was Sinn macht? Na komm. Das ist halt wirklich cool. Ich mag das. So. Seht ihr mal. Und das sind halt wirklich so Fähigkeiten. Das ist halt super nice. Das ist halt wirklich richtig gut. Nee, wir nehmen noch nicht das Psycho-Hapno. Das brauchen wir nämlich nicht. Bräuchte mal wieder so ein Schrottding. Karte. Ah, wir haben die Karte hier noch gar nicht gefunden. By the way. Okay. Was mich halt hier bitte mit dem Licht so extrem stört, ist, dass es halt einfach so scheiße dumm hell ist. Also es hilft halt meistens. Also es hilft, klar, natürlich. Aber es ist halt auch einfach so... mehrere Aufzüge. Das ist... Oh, scheiße. Okay. Wenn wir Pech haben, erkennen die uns irgendwann, gell? Wir haben jetzt hier, ja, natürlich noch mehrere Ziele. Der Umweg. Dann noch hier verärgerte Mitarbeiter. Das haben wir auch noch. Haben wir denn hier noch was in der Datenzentrale? Eigentlich möchte ich tatsächlich, wenn wir schon mal hier sind, im Arboretum, nicht Arboretorium, wie ich es immer gesagt habe, möchte ich das eigentlich hier machen. Also ich möchte das hier gerne, ja, nicht schon wieder hier Hopping machen. Oh nein, gib mir das. Lief alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Oh. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Schmugglerring auf der Talos. Was? Okay, was ist jetzt die nächste? Finde alle 6 Abladepunkte auf der Talos 1 und nimmt das dort befindliche Diebesgut. Oh, krass! Okay. Aber warte mal, kann ich das hier aufmachen? Oh ja, tatsächlich. Hier. Ah, nice! Dann haben wir nämlich das... Ach, sehr gut. Lasst uns mal ganz kurz... Hey, willst du mich verarschen? Warte mal. Ziele? Ich habe hier doch nur diese beiden Ziele, oder? Das ist Arboretum. Ah. Arboretum, das kommt weg, das kommt weg und das kommt auch weg. Ja, okay, dann bin ich falsch gelaufen. Aber ist ja in dem Sinne nicht schlecht, weil dann können wir nämlich unseren Schrott wegtun. So, Recycler. Was brauchen wir noch? Die Pistole kann fort. Haben wir noch irgendwas, was weg kann? Außer der Schrott. Das Waffenupgrade bleibt. Komm, das... Ja, das kommt weg. Brauchen wir nicht. Jetzt mal ehrlich, brauchen wir wirklich nicht. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Okay. Aber wir haben trotzdem wenig Inventar-Stuff. Wir sollten vielleicht uns mehr Inventarplätze machen. Jetzt mal ehrlich. Ich glaube, das machen wir auch. Komm her, gib mir den Scheiß. So. Wo haben wir unser Inventarplatz? Das war das Sicherheit oder war das Techniker? Bin mir nicht sicher. Das sieht doch so... Hebelkraft? Nee, das war es nicht. Inventarplätze. Inventar. Ja, durch... Warte, den Inventarplatz. Komm, dann nehmen wir das ja einfach direkt. Ja. Bei mir geht das nämlich mit dem Inventar richtig auf die Nerven, dass wir einfach so... Klar, guckt euch das an, wie schön das jetzt ist. Finally, ey. Finally. So. Das sieht doch gut aus. Dann können wir nämlich direkt hier weiter speichern. Und let's go weiter.
Wir sollten vielleicht sowieso immer erstmal die Quests hier machen, oder? Also wenn wir schon mal überall da sind. Also jetzt in dem Arebotum. Warte mal, wo ist denn... Ich bin hier, wie gesagt, ein bisschen Gartentipps. Findet Julian. So, und dann haben wir hier noch Fehlfunktion. Achso, wir sollten ja die Fehlfunktion des Hauptaufzugs. Und wo ist der andere Scheiß? Wo ist der andere Boy? War der nicht da oben, oder wo war der? Oder bin ich jetzt ganz bescheuert? Ich würde da doch gerne da hoch, gell? Ah, könnte gefährlich werden. Okay. Gehen wir erstmal. Gucken wir uns mal den Hauptaufzug an. Was geht hier? Achso, ich kann jetzt hier weg. Na ja, gut, komm, dann machen wir das doch mal ganz kurz, oder? Komm, let's go. Oh, shit, hier ist... Dieser Typhon ist unbekannt. Soweit ich das erkennen kann... Das Problem mit dem Aufzug verantwortlich. Okay. Das von Ihnen in der Psychotronik freigelassene Phantom hatte ähnliche Störfähigkeiten. Oh Gott. Dieses hier scheint aber stärker zu sein. Ein Scan wäre aufschlussreich. Habe ich gemacht. Okay, Psycho, was... Elektrisch, Exoson, physisch, scheiße. Bist du ein richtiger... Gott verdammt. Oh, da geht's ja noch weiter. Scan abgeschlossen. So, was ist das hier? Menschenkontrolle. Was? Menschenkontrolle? Echt? Du singst robotische Gegner dazu nicht mehr... Oh, das ist praktisch. Sollten wir uns merken. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay, wo bist du? Du bist böse, oder... Ich habe sie gefunden. Oh Gott. Oh Gott. So, warte mal. Wo ist unser Kuhstrahl? Hier ist unser Kuhstrahl. Oh! Was war für offline? Ist nicht dein Ernst. Scheiß die Wand an, Alter. Okay, 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 okay. Wir haben... Passt auf. Wo ist mein... hier. RT. Das war das Falsche. EMP. Wo ist unsere EMP-Ladung? Komm her, du Sau. Oh Gott. Haben wir dich? Ja, okay. Komm, dann machen wir ihn noch mit dem Kuhstrahl. Dafür ziehst du mal noch offline. Na, come on. Ah! Er hat nicht mehr viel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Kriegen wir hin. RT, auch noch eins. Und wir sollten definitiv diese Fähigkeit mal benutzen. Und definitiv die Schrotflinte nehmen. Wow. Es wird... So. Oh Gott, es wird, es wird, es wird. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Scheiße, ich hab die Klink noch ab. Macht aber nichts, wir haben noch den Kuhstrahl. Ah, oh, die Waffe offline, verdammt. Das wird hier wirklich gerade ein bisschen hektisch. Das war kein Ding. Das sind alle offline, verdammte Axt. Typhon-Köder, EMP-Ladung. Machen wir das nochmal. Jetzt haben wir es doch. Komm her, du Sau. Alter. Gute Arbeit. Der Aufzug reagiert wieder. Dieser Typhon hat sich der Hardware und selbst der Systemsoftware bemächtigt. Bis zum Maschinencode. Und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert. Faszinierend. Und erschreckend. Ich kann den Code patchen. Sollte kein Problem sein. Nehmen Sie den Aufzug, wenn Sie schnell die Hauptdecks der Talos 1 erreichen wollen. Es gibt einen Stopp in der Lobby und der Lebenserhaltung. Boah, Alter, das war gar nicht mal so schwer. gar nicht mal so leicht. Oh, was haben wir hier? Hendrik? Der Freys Büro, da ist er doch. Na also. Und dann nehmen wir hier auch noch das Transcribe. Her damit. Hallo? Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Verursache keine Schäden. What the fuck?
Was war das denn jetzt? Warte mal. Das in Betrieb. Verursacht keine Schäden. Neues Ziel. In Betrieb. Okay. Lade die Frise frisch runter. Okay, das kriegen wir hin. Boah, das wird jetzt hier immer krasser. Können wir den jetzt aufmachen oder? Ah! Sag bloß, wir können jetzt hier uns aussuchen. Oh, wie fein! Das ist ja cool. Ja, nice. Dann können wir ja jetzt hier überall hin, wo wir... Warte mal, Lebenserhaltung, das ist ja super. Lass mal auf der Karte gucken. So. Lebenserhaltung. Ach, wie geil. Guckt euch das an. Jetzt kommen wir hier überall hin. Lebenserhaltung ist ganz unten. Lobbys, wir sind... Lobby, können wir hin? Oder sind wir in der Lobby? Und dann... Ah, praktisch. So, aber von der Lobby aus... Komm, warte mal. In die Lobby. Lass mir in die Lobby gehen. Das ist halt dann einfach die Lobby-Lobby, ne? Das ist doch dann unser Büro auch. Krass. Das ist, da sieht man mal, wie weitläufig das ist. Okay. Okay. Ich bin mir... Oh nein. Was bist du? Was ist das denn? Wieso sind hier Nester? Warum werden wir hier... Warum kriegen wir hier Schaden? Was ist das? Ich muss uns definitiv mehr Medipacks, Medikits machen. Oh, fuck. Das war dumm. Nein, das war dumm. Das war dumm. Wo ist... Hier. Au. Ja, warum kriegen wir denn hier so einen Schaden, Alter? Da! Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum wir hier so einen Schaden kriegen, aber es macht nichts. Wir wollen ja... Ey, wir gehen da einfach direkt hin, gell? Ich weiß, wir haben hier... Es ist aber gut, dass wir den Fahrstuhl jetzt benutzen können. Das ist ja richtig nice. Okay, das ist ja richtig gut. Das ermöglicht uns so viel. Ehrlich. Was ich aber machen möchte, erstmal ist denn unser Büro... Ist das Büro von uns hier, ja, ne? Magst uns noch, ne? Ja, du magst uns noch. Warte mal, kann ich nicht den Scheiß jetzt hier... Doch, guck mal, ich kann ja hier das Zeug nehmen. Geil. Weil dann... Hi, na du, January, was geht? Jede Neuromod erzeugt einen Schnappschuss ihres Gehirns und simuliert einen Lernvorgang. Dann okay. Werden diese Änderungen umgesetzt. Milliarden von Verbindungen innerhalb von Minuten neu belegt. Alles ermöglicht durch unsere Freunde aus dem All. Das ist doch okay. Das ist doch okay. Boah, das war viel Stuff, Alter. Das war viel Stuff. Haben wir hier noch einen Operator? Da hab ich doch. Kann ich hier noch irgendjemanden holen? Nee, Mist. Verdammt. Warte mal, kann ich hier noch eine Neuromod machen? Nee, kann ich nicht. Aber wir brauchen definitiv Medikits. Definitiv. Wie viele haben wir denn? Oh, ist okay. Machen wir uns ein paar. Naja, alles gut. Machen wir uns nochmal so 3 Stück. Zur Sicherheit. Voilà. Na komm. Und dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen... Haben wir es den Jägerin-Bolzen? Achso, das kennen wir schon. Die 9mm Munition. Machen wir auch 2-mal. Und dann hätten wir das da rein. Den Scheiß, perfekt. Und nochmal. Brauchen wir auch... Schrotflinten-Munition? Ich glaube, davon haben wir genug, oder? Lass mal gucken. Kuhstrahl haben wir und Schrotflinten. Oh! Sollten wir vielleicht auch nochmal zur Sicherheit, wenn wir gerade schon mal hier sind. Haben wir es denn? Schrotflinte. Da. Okay, meine lieben Zugucker, dann würde ich aber jetzt mal sagen. Jetzt habe ich eine Schrotflinte gemacht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Das war so dumm. Unnötig. Aber egal. Mache ich gleich wieder weg. Also, meine lieben Zugucker. Da. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Ich packe jetzt erstmal hier die Schrotflinte weg. Komm weg. Und ja, in dem Sinne, passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir sehen uns dann im nächsten Part. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.